Hallo Freunde des gepflegten Airsoft-Sports. Buki hier ohne Kameramann. Gehen wir nochmal alles durch, ganz in Ruhe. Was nehmen wir mit zur DE? Wir fahren nach Malwinkel. Das heißt, es wird entweder kalt und nass oder heiß und trocken. Auf beides solltet ihr vorbereitet sein. Fangen wir mal mit der Kleidung an. Euer Gear. Könnt eigentlich gar nichts falsch machen. Nehmt mit, was euch am besten passt, wozu ihr Bock habt, was natürlich auch zum Regelwerk für eure Spielpartei passt. Sollte bequem sein, nicht zu warm, nicht zu kalt. Wichtig eigentlich nur vernünftige Schuhe, damit ihr euch nicht die Haxen brecht. Handschuhe wegen der vielen Bäume. Ein Regenponcho ist eigentlich ganz gut, wenn es mal richtig heftig regnet, dann kann man sich mal eben schnell verstecken. Ansonsten vielleicht was Warmes für unten drunter, vernünftige Socken, Ersatzhosen. Das war's im Grunde. Achtet auf Schuhe und Handschuhe. Thema Camping. Ganz klarer Fall. Ihr braucht ein vernünftiges Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen, was auch immer. Auf jeden Fall eine vernünftige Behausung. Ich bevorzuge eins, in dem man stehen kann, weil wenn es regnet und ihr müsst euch dann innerhalb des Zeltes anziehen und müsst das im Knien machen oder halt draußen im Regen, es ist irgendwie alles immer sehr ungünstig. Also ich benutze ein Zelt, da rein kommt ein Feldbett, auf das Feldbett eine dünne Luftmatratze, kommen wir noch zu. Ich habe noch ein paar Decken dabei, vernünftiger Schlafsack, damit hat man erstmal Ruhe. Für draußen ein Klapptisch, schwer zu sehen, und ein ganz normaler Campingklappstuhl. Wir haben noch ein vernünftiges Sonnensegel dabei und noch ein Tarp. Damit bauen wir dann das Camp außen auf. Und für den schlimmsten Fall haben wir noch eine riesige Gewebeplane, da kann man noch irgendwie alles drüber spannen. Das funktioniert. Dann gibt es natürlich Strom, also Verlängerungskabel, Kabeltrommel. Und nochmal Verlängerungskabel und Verlängerungskabel nochmal mit Mehrfachstecker für alle Eventualitäten. Abteilung Technik. Ich persönlich nehme ein iPad mit, da ist Netflix drauf, ein paar Filme runtergeladen, sämtliche Ladegeräte, eine HD-Kamera, eine vernünftige Powerbank. Kopfhörer, Ladegeräte, vernünftige Ladepeitsche. Ich habe da irgendwie noch hier so ein Mehrfachladeding. Mehrere Kopfhörer, Kameras. Die werde ich vermutlich auch noch mitnehmen. Da werde ich heute Abend noch ein bisschen was basteln oder morgen früh. Jo, soviel zum Thema Technik und Thema Zubehör. Das hatten wir ja zum größten Teil schon, aber ist noch ein bisschen was dazugekommen. Wir nehmen mit, wie gesagt, einen LTE-Router. Ja, ich weiß, wir sind da zum Airsoft-Spielen, aber ich bin nicht der, der ewig auf dem Marktplatz rumhängt und dann doch lieber zum Zelt zurückgeht, was grillt, chillig, was trinkt. Und da ist ein bisschen WLAN gar nicht schlecht. Panzertape immer dabei. Ein selbst aufblasbares Kopfkissen. Wir haben Knicklichter. Ein kleiner Sessel. Ein Luftsessel. Meine Mini-Luftmatratze, 30 Meter Seil, wir nehmen eine Axt mit, eine kleine Säge, Klappspaten, zusätzliche Kabel, Imprägnierspray, Müllbeutel, ganz wichtig, und halt das Tarp. Dazu kommt natürlich Kulturbeutel mit allem drin, was ihr für die Körperpflege braucht. Eine kleine Funke für den Notfall, weil ich auf dem Spielfeld eigentlich gar keine Funke benutze. Nähset. Ein Plastikmesser für den Fall, dass es eine Messerstecherei gibt, man mitspielen will. Diverse Lampen, Taschenlampen, Schlösser, nachher für die Waffen. Auch immer dabei haben. Toilettenpapier, feuchtes Toilettenpapier, Siegeszigarre, ein Becher, nochmal 10 Meter Seil. Eine Mini-Apotheke, bestehend bei mir aus, ist egal. Desinfektionsspray, ein bisschen Nikotin, Kompass. Ja, erkläre ich noch. Taktisches Schnapsglas, Kartenspiel, Schminke, wenn man snipern geht, diverse Karabiner und noch ein bisschen Handdesinfektionsmittel. Das passt schon. Ja, Kompass. Bin ich auch von meinem Sohnemann gefragt worden, wofür braucht man Kompass? Die Sache mit dem Kompass ist gewachsen irgendwann DE5, DE6. Wenn man irgendwann mal irgendwo auf einer Ecke vom Feld ist und man wird dann doch mal erwischt,
man muss wieder zum HQ oder zum Vorposten und manchmal verläuft man sich tatsächlich auf dem Gelände. Ich blende jetzt mal die Geländekarte ein und wenn man überlegt, wie viele Hektar das sind, 120, korrigiert mich, 120 Hektar, man kann sich da echt mal verlaufen. Und so einen kleinen Mini-Kompass dabei zu haben, bringt es schon tatsächlich, dass man wenigstens einmal grob die Richtung anpeilt, weil man kommt immer wieder auf irgendeinen Weg, aber wir sind auch schon im Kreis gelaufen, alles schon vorgekommen. Deswegen Kompass kann man machen. So, und den ganzen Krempel werde ich jetzt mal zusammenpacken, abschließen, neu zusammenstellen und morgen spielen wir dann Blockout im Auto. Das soll es dann jetzt gewesen sein, ist Viertel nach 10. Wir räumen das jetzt mal zusammen und dann schauen wir mal weiter. Morgen geht's los, viele Videos machen, schön zusammenschneiden. Ist zwar Amateurarbeit, aber vielleicht ganz interessant. Wir sind das National Airsoft Team Germany. Wir sind KGG Charlie. Abonnieren, liken und Airsoft verbindet.